zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Weiter geht's mit unserem kleinen Minispiel. Wir schauen uns mal an, was wir schon haben. Mach mal kurz. Ich starte das mal. Und ich mache gleich die beschleunigte Bewegung, drücke also die Leertaste. So, also wir haben diese Salate und die, wenn ich die jetzt getroffen habe mit der Schnecke, dann tauchen die woanders wieder auf. Aber das einerseits sieht das nicht so wahnsinnig toll aus, wenn die sich einfach so hinbeamen woanders. Schön wäre, wenn die so vielleicht so klein werden und dann so ein bisschen größer wieder. Einerseits. Andererseits wäre es auch sehr schön, wenn die vielleicht von Anfang an gleich wachsen würden. Und dann wollten wir es ja so machen, dass die Salate immer kleiner und größer werden, sodass wir es dann so machen, wenn die Schnecke in den Salat reinrennt, dass das umso mehr Punkte gibt, je größer der Salat war, als sie den angedotzt hat. Okay, das machen wir jetzt. Ich mache als erstes meine Rübe aus. So, und dann schauen wir uns das Ganze an. Wir nehmen unseren ersten Salat. Moment, hier, so. Ah, ja, nicht die erste Schnecke, sondern den ersten Salat, Entschuldigung. So, wir nehmen den ersten Salat. Das ist dieser hier. Und geben diesem Salat ein neues Skript. Das nennen wir zum Beispiel Salad Control. Gebe hier ein, Salad Control, plopp. Das ist übrigens eine andere Möglichkeit, das zu machen. Man kann einfach einen Skriptnamen eingeben. Das sagt er, oh, das kenne ich nicht. Vielleicht, vermutlich wirst du ein neues Skript machen, was Salad Control heißt. Create and Add. Drücken. Warten. 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 Und hier ist das Skript. Und wir öffnen das Skript. Mit Edit Script. Dauert ein bisschen, bis das aufgeht. Das geht bei mir leider auf dem anderen Bildschirm jetzt auf. Ich kann es da, jetzt kann ich es gleich rüberschieben. So, hier kommt es für euch. Okay, das ist zunächst mal wieder ein ganz frisches Skript. Und da hätte ich gerne jetzt verschiedene Variablen. Und zwar hätte ich eine Public-Variable. Und zwar eine Fließkomma-Variable. Und zwar erstmal, ich nenne die Start-Scale. 0,05. So. Und da schreibe ich gleich mal hin. How big is our salad? Salad at the beginning. The beginning, at the beginning. Wie auch immer. Also normalerweise ist unser Salat hier im Moment, ich speichere mal schnell, sind die Salate alle, wenn er guckt. Ja, gleich hat das. Sind die alle 2. Von der Größe 2. Also ich habe die Grafik verdoppelt, das Sprite verdoppelt. Und am Anfang soll der 0,05 sein nur. Also sehr viel kleiner, sodass der so von einem kleinen Böbbele anfängt zu wachsen. Gut, und dann brauchen wir noch eine andere. Nämlich, die mir sagt, okay, wie schnell soll denn das Salat wachsen und dann wieder schrumpfen. Dann machen wir auch eine Public-Variable, weil wir die Public-Variable dann eben schön im zur Laufzeit verändern können. Und die nenne ich Scale Change Rate. Und die mache ich mal 0,4. Wäre so meine Idee. Das heißt, schreibe ich gleich mal auf Englisch, Change in Size per Second. Das heißt also, wenn der 0,4 pro Sekunde wächst, dann müsste der in 5 Sekunden eben von 0 auf 2 sein, sodass der immer so hin und her wabert und ein so ein Aufwärtszyklus dann 5 Sekunden dauert ungefähr. Wäre so mein Plan. Und dann holen wir uns noch, und ich habe da gleich wieder Zahlen vergeben. Das heißt, wenn wir nichts in dem Unity Editor anders reintragen, sind diese Werte vorgetragen. Zeige ich euch schnell. Moment. So. Hier, ne? 0,05 und 0,4 für Start Scale und Scale Change Rate. Okay. Und dann brauchen wir noch eine andere, die brauchen wir aber private. Weil wir diese Veränderungsrate ja nicht nur einer Dimension, also der X-Dimension zuweisen, sondern
der anderen Dimension, der Y-Dimension auch. Eigentlich haben wir ja drei Dimensionen, aber da wir ein 2D-Spiel haben, kann man die Z-Achse ja vernachlässigen. Trotzdem mache ich einen Dreiervektor mit drei Dimensionen und den nenne ich Scale Changes. So. Und diesen Scale Changes Vektor mache ich gleich am Anfang. Da mache ich die Awake-Funktion. So, Awake. Das macht doch wieder automatisch, genau. So, und da schreibe ich Scale Changes gleich. New Vector 3, also ich mache da draußen einen Dreiervektor und Scale Change Rate und nochmal Scale Change Rate für X, Scale Change Rate, also 0,4, für Y 0,4 pro Sekunde und für Z gar nichts. Da soll er gar nichts verändern. Gut, das wäre die Veränderung. Und dann braucht man, wenn der Salat jetzt praktisch das erste Mal im Spiel gezeichnet wird, dann soll der ja klein sein. Das heißt, wir geben ihm am Anfang eine entsprechende Größe und zwar 0,05. Also Start Scale. Das funktioniert folgendermaßen. Wir nehmen das Transform, die Transform-Komponente von unserem Salatobjekt, also this Transform. Und jetzt gibt es da die Komponente Local Scale. Das ist genau das, was wir wollen. Local Scale gleich New Vector 3. Und dann machen wir Start Scale 0. So. Also. Wir sagen, dass der am Anfang eben 0,5 in X-Richtung, 0,5 in Y-Richtung, die Grafik groß ist und 0 in Z-Richtung. Das sagen wir. Und wir schauen gleich mal, ob das funktioniert. So. Gehen da rein. Müssen wir nicht alles auf Anhieb machen. So, wir nehmen unseren Einser-Salat, die anderen werden sich ja nicht verändern, weil wir das Skript ja nur diesem Einser-Salat zugewiesen haben. Und dieser, bei mir da unten, bei euch ist der Einser-Salat vielleicht ein anderer, da sollte sich hier was tun, dass da 0,05, 0,05 steht und 0. Und der muss ganz, ganz klein sein, ganz klein. So, schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt im Video, bei mir ist ein ganz kleines hellgrünes Böbele. Oh, ist fast ein bisschen sehr klein. Aber ist schön, da tut er so ganz emergent. Es kann sein, dass es in der Auflösung von dem Video verloren geht, aber hier tatsächlich ist ein kleiner Böbel und ihr seht hier auch 0,05, dass ich euch kein Gramm erzähle. 0,05, 0. Das ist genau das, was wir wollten. Super, jetzt haben wir den schon mal klein, den Salat. Machen wir weiter. Fehlt nur noch, dass wir sagen, wir müssen dem einfach die Größenänderung in der Zeit zuweisen. Dazu gehen wir natürlich in die Update-Funktion. Und in der Update-Funktion schreiben wir zunächst einmal die Größenveränderung fest. Das heißt, wir nehmen wieder die Transform-Komponente, wieder Local Scale und sagen zu dem Wert, der gerade ist, bitte was dazu addieren. Und zwar Scale Changes. Mal eben, was wir brauchen. Das heißt also, wenn das in der Sekunde 0,4 nach oben gehen soll, muss ich gucken, okay, wie viel ist denn schon von vergangen? Und da habe ich ja Time, Delta Time. Also wie viel ist jetzt zwischen zwei Aufrufen von Update vergangen? Delta Time. Und ja, wenn da eine halbe Sekunde vergangen wäre, das wäre ziemlich langsam, aber egal, dann nimmt man eben die Hälfte davon. Wenn ein Zehntel vergangen wäre, ein Zehntel davon und so weiter, sodass das eben auf allen Rechnern gleichzeitig gleich schnell läuft. Das hat man aber schon bei der Bewegung von der Schnecke ein paar Mal. So, wenn wir das jetzt so machen, wird der Salat, wenn alles funktioniert, immer größer.
Das heißt, wir müssen jetzt noch implementieren, dass er dann auch wieder kleiner wird. Aber wir gucken uns erstmal das an, weil ich mache immer in kleinen Schritten und schauen wir das an, ob es auch funktioniert, weil oft funktioniert es auch nicht, weil ich einen Krampf gemacht habe. Mal schauen. Also jetzt müsste das, wenn wir starten, größer, ja, und er wird größer und größer und größer und größer und er wächst und wächst und wächst und wächst und ein bisschen bedrohlich fast, ne? Ist auch schön, wie Unity den skaliert. Der sieht, finde ich, gar nicht so sehr verpixelt aus. So, ab jetzt wird es mir ehrlich gesagt unangenehm, weiß nicht, wie es euch geht. Puh. Ja, also es funktioniert, es wachsen. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass der, wenn er eine Größe von 2,0 erreicht hat, wieder nach unten geht. Und wenn er entsprechend klein ist, wieder nach oben geht. Und so weiter und so weiter. Okay, das machen wir als nächstes. Also, dazu brauchen wir eine so eine bedingte Ausführung. Und zwar machen wir erstmal angenommen, er wird wieder kleiner. Also er ist groß und wird wieder klein und schrumpft nach unten. Gibt es da zwei Möglichkeiten. Also entweder er ist gerade am Wachsen oder er ist gerade am Schrumpfen. Sagen wir, er schrumpft jetzt gerade. Transform. Local Scale. Und da machen wir jetzt, nehme ich jetzt nur eine Komponente, weil X und Y da gleichmäßig immer verändert wird. Und jetzt haben wir gesagt, 0,05 ist sehr, sehr klein. Nicht, dass das dann verschwindet. Auf niedrigere Auflösung machen wir mal 0,1. 0,1. Und der Vektor, der mir sagt, okay, wie das Ganze sich verändert, muss, oder die Veränderungsrate muss kleiner 0 sein, also es geht gerade nach unten. Wenn das der Fall ist, dann verändere den Scale Changes Vektor, nämlich so. So, und ansonsten, wenn sich der Salat nach oben bewegt, beziehungsweise größer wird, wenn er immer fetter wird, dann das Transform Local Scale Y, ich könnte auch X nehmen, ist ja wurscht, ne? Wenn er größer als 2,0 wird und Scale Changes Y größer 0 ist. Ja, man könnte auch, ja, ist schon besser so, genau, ja. Man könnte auch sagen, ist gleich Scale Change Rate oder ist gleich minus Scale Change Rate. Wurscht. Oh, da habe ich Scale Changes, habe ich gerade gesehen. Das ist ein Fehler. Nicht? Scale Change Rate muss da natürlich stehen. Scale Change Rate. So. Okay. Und da machen wir einfach das Gegenteil. Ich kopiere das einfach runter. So, und dann machen wir minus das Ganze. Das heißt also, wenn er größer als 2,0 ist, dann soll er eben da immer minus 0,4 und minus 0,4 anwenden pro Sekunde. Das heißt also, wenn ich hier oben sage plus minus 0,4 mal der Zeit, dann bedeutet es minus 0,4 mal der Zeit. Jo, ich glaube, das war's. Schauen wir es uns mal an. So, und
los geht's. Jetzt müsste der schön... Hui. Jawohl. So, das ist doch nicht schlecht. Ah, das sieht gut aus, das sieht gut aus. So, jetzt ist noch was anderes. Wenn der jetzt so... Aber wenn wir da reinlaufen, dann wächst der nicht von vorne, ne? Dann ist das so... Dann ist der vielleicht gerade so am... Am wieder zusammenfahren. Und dann fährt er da... Das ist doof, ne? Dann wird er wieder kleiner, bevor er größer wird. Dann haben wir wieder das Problem. Das würde ich gerne anders haben. Ich hätte gerne, dass der... wenn er versetzt wird, eben wieder von vorne praktisch wächst, hat auch den Vorteil, dass nicht alle Salate, dann wenn wir es auf alle anwenden, immer gleichmäßig pulsieren. Und weil wir ja zu verschiedenen Zeiten die Salate andotzen und dann die wieder versetzen. Dazu machen wir Folgendes. Wir gehen ins Player, ins Move Snail. Skript und gehen hier zur OnTriggerAdder2D Funktion und da haben wir ja genau den Punkt, ne? Also wenn der Salat erwischt wird, dann wird er erstmal inaktiv gesetzt, dass man nicht sieht, dann gibt es eine neue Position und dann wird er woanders hin teleportiert und an der Stelle machen wir jetzt was, an der Stelle machen wir ihn nämlich klein. Transform, das kennt er jetzt schon, ne? Local Scale, Local Scale, gleich New und jetzt mache ich Folgendes, ich mache das kleiner als die 0,1. Weil, das hat einen Vorteil. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder der Salat war, als wir angedotzt haben, gerade am Wachsen. Das heißt also, wenn das Scale Changes ohnehin, genau, wenn wir jetzt 0,4, 0,40 haben, dann ist das Scale Changes ja ohnehin größer 0. Das heißt also, da kommen wir gar nicht rein. Der andere Fall ist, er ist jetzt gerade aber noch am Schrumpfen gewesen. Wir haben die Größe ja auf 0,05 gesetzt, die Skala. Das heißt, Scale Changes wäre eigentlich kleiner 0. Minus 0,4 im Augenblick, weil wir gesagt haben, Scale Change Rate ist 0,4. Und er ist kleiner 0,1 und dann wird die automatisch umgesetzt. So, man sagt, okay, dann soll er jetzt aber wieder wachsen. Den anderen Fall, dass er größer 2,0 ist, den gibt es ja nicht, weil wir ihn ja auf 0,05 gesetzt haben. Und das müsste es sein, ich speichere nochmal, aber es ist glaube ich schon alles gespeichert, das müsste reichen, damit alles funktioniert. Schauen wir es uns an. Okay, wir starten. So, er geht hoch und runter. Naja, das wissen wir schon. So, und jetzt? Ich lasse ihn nochmal erstmal wachsen. Wir machen es ein bisschen spannend. Zack, okay, er wächst als kleiner wieder. Das ist aber, wenn er wegwachsen ist, ist er leicht. Jetzt warte ich, bis er wieder schrumpft. Und jetzt wächst er wieder. Jawohl, das war's. Wunderbar. Ah, da wächst er. So, gleich beide weg. So, wunderbar. Okay. Gut. Wunderbar. Was uns jetzt noch fehlt, ist natürlich, dass das nicht nur bei dem einen Salat so passiert, sondern bei allen anderen Salaten auch. Jetzt könnten wir wieder hergehen und könnten sagen, naja, jetzt tue ich dieses Skript. Oh, das muss ich übrigens in den Folder schieben. Wartet mal. So, Salad Control tun wir in den Scripts Folder natürlich, damit es schöner ausschaut. So, und dieses Skript könnte ich jetzt natürlich wieder allen Salaten zuordnen. Könnte man machen. Wir machen jetzt hier mal was anderes. Wir löschen alle anderen Salate. Also das ist das mit dem Skript, ne? Also macht ihr bitte bei euch genauso. Gucken, das mit dem Skript natürlich nicht löschen, den Salat. Aber die anderen, die kein Skript haben, beziehungsweise wo wir diese Veränderungen jetzt nicht gemacht haben.
So. Und diesen Salat machen wir zu einem Prefab. Und das funktioniert folgendermaßen. Da ist hier schon ein Verzeichnis, das ich angelegt habe. Wenn nicht, dann einfach, wenn das bei euch noch nicht habt, was vermutlich der Fall ist, Create Folder. Ich muss dazu sagen, es hat nämlich, ich habe das Tutorial schon gestern nochmal aufgenommen und dann ist zwischendrin das Audio ausgefallen. Habe ich versucht, das alles wieder zurückzusetzen, habe vergessen, den Prefabs-Ordner zu löschen. Also ihr macht Create Folder und dann macht den neuen Folder, nennt er Prefabs und das sieht es aus wie bei mir. Und dann, ja, das ist da bei euch auch nicht drin, da ist der leer bei euch. So. Und dann nehmt ihr den Salat und schiebt den in den Prefabs-Ordner und das ist der Salat ein sogenanntes Prefab, also ein vorgefertigtes Game Object. Und ihr seht schon, der hat jetzt auch so einen blauen Kasten. Und jetzt nehmt ihr einfach den Salat und schiebt den noch ein paar Mal rein, vielleicht noch fünfmal rein, so drei, vier und fünf. So, dann haben wir sechs verschiedene Salate. Diese Salate tun wir schön ein bisschen verteilen mit unserem Move-Tool am Anfang. Danach werden die sowieso von unserem Code verteilt, ne? So. Und der Zweier noch. Oh, den hat man schon. Auch schon. Den Fünfer habe ich noch nicht. Gut. Und den Vierer auch noch nicht. Tun wir zum Beispiel hier hin. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wunderbar. Okay, und dann können wir starten. Los geht's. Jetzt wachsen sie alle. Und ich mache gleich die schnelle Bewegung an. Nio, batsch. Und dann jawohl. Und dann das sehr klein, gäbe nicht so viel Score. Ich warte ein bisschen und jetzt laufe ich rein. So, boing. So, bam, bam, bam. So, da liegt. Jawohl, und so könnte man jetzt, da fühlt sich jetzt schon fast ein bisschen wie ein Spiel an, ne? Die Idee wäre natürlich, möglichst große Salate zu erwischen. Und so weiter und so weiter. Gut. Ich glaube, das war's für den Moment. Nächstes Video. Im nächsten Video würde ich euch gerne zeigen, wie man die Schnecke so ein bisschen animieren könnte. Bis dahin. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke, dass ihr das Video bis zum Ende ausgehalten habt. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder vorbeischaut. Und dann gehen wir mit unserem Game schon einen Schritt weiter wieder. Und dann fehlt immer wahnsinnig viel, dass wir das so richtig auch mal spielen können. Gut, Score fehlt noch und sowas, ne? Und Highscores und so. Aber das kriegen wir auch noch. Okay, also bis bald. Tschüss.